Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute die Neuzugänge aus Juli, August, September zeigen. Das wird das vorletzte Neuzugänge-Video für dieses Jahr sein. Ich hoffe, es ist immer noch in Ordnung, dass ich 3 Monate immer zusammenpacken werde, aber das ist für mich am einfachsten. Ich werde euch dazu erzählen, welche Bücher ich davon schon gelesen habe und welche noch nicht. Es sind weniger gelesene Bücher dabei als nicht gelesene Bücher. Das möchte ich aber jetzt in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch ändern. Und man merkt definitiv, dass ich im September auch schon weniger Bücher Neuzugänge habe als im Juli und im August. Da ist es ein kleines bisschen eskaliert. Aber ja, ich würde sagen, ich starte mit den ersten Büchern. Ich habe mir hier eine Reihenfolge gemacht, deswegen werde ich es einfach der Reihenfolge nach euch vorstellen. Das heißt, E-Books und Prints sind abwechselnd oder durcheinander halt eben. Ich werde euch, habe ich das denn erzählt, alle Bücher in der Infobox verlinken, dann könnt ihr euch den Klappentext dazu durchlesen. Ich möchte nämlich eigentlich nicht allzu viel zu allen Büchern sagen, vor allem nicht zu den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, da kann ich nämlich noch gar nicht so viel dazu erzählen. Auf jeden Fall beginnt der Juli mit A Reason to Stay von Jennifer Bankow. Das Buch habe ich gelesen, beziehungsweise das habe ich als Hörbuch gehört, hat mir gut gefallen, war aber jetzt nicht das beste Buch, was ich gelesen habe oder gehört habe, war aber auch erst das erste Buch, was ich von der Autorin gelesen bzw. gehört habe. Ich glaube, zu dem Buch gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen und das ist auch vollkommen okay so, aber mein liebstes Buch war es halt eben noch nicht. Das nächste Buch, was ich ebenfalls gelesen habe, ist schon Be My Tomorrow von Emma Scott. Das habe ich im Buddyread gelesen. Ich weiß, dass es ja auch den schon den zweiten Teil gibt. Right here, nee, Forever Right Now. Genau. Und der dritte Teil erscheint dann im Januar. Mochte ich sehr gerne, auch wenn das nicht mein liebstes Emma Scott Buch ist. Aber ich habe es sehr gerne gelesen und bin sehr gespannt auf den nächsten Teil, wo es ja um eine andere Protagonistin geht, die wir hier in dem Band auch schon kennengelernt haben. Aber das Buch muss noch ein kleines bisschen warten dann. Also der zweite Band, aber den habe ich schon gelesen. Darum soll es ja heute gehen. Dann ist bei mir eingezogen Skyward von Brandon Sanderson. Auch das habe ich noch nicht gelesen. Aber ich glaube, jetzt im Herbst kommt wieder die Jahreszeit, wo ich vermehrt zu Fantasy greife, weil ich da einfach, oder Science Fiction greife, weil ich da einfach ein kleines bisschen mehr Lust habe. Deswegen denke ich, dass ich das jetzt in den nächsten 3 Monaten lesen werde. Ebenfalls bei mir eingezogen ist Warrior and Peace, Göttlicher Zorn von Stella Artak. Das habe ich ebenfalls schon gelesen im Buddyread. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag einfach den Humor von Stella Tack. Ich habe aber auch kritische Rezensionen dazu gelesen und zum ersten Band. Und auch die kann ich nachvollziehen. Also falls euch das eigentlich ein bisschen mehr interessiert, was andere Meinungen dazu sind, schaut euch da auf jeden Fall mal Rezensionen an. Ich mochte es aber einfach sehr gerne. Dann ist ein weiteres Buch bei mir von Stella Tack eingezogen und zwar Knight of Crowns von Stella Tack. Spiel um dein Schicksal, das ist der erste Band der Dilogie. Das habe ich in einem Tauschpaket bekommen und bin sehr dankbar darüber. Ich schleiche, seitdem dieses Buch erschienen ist, und ich glaube, das war 2009, war das 2019? Ich weiß es nicht, aber ich schleiche schon sehr lange um dieses Buch herum. 2020 ist es erschienen, also aber seit einem Jahr oder anderthalb Jahren, wie auch immer, wann es auch immer erschienen ist. Seitdem schleiche ich um das Buch herum und möchte es unbedingt lesen. Ich hoffe, es wird diesen Herbst soweit sein. Versprechen kann ich natürlich nichts, weil ich super, super viele ungelesene Bücher hier habe. Auch ein neues Buch von Marie Krassoff ist bei mir eingezogen, und zwar Der dunkle Schwarm. Das ist der erste Teil, beziehungsweise die erste Staffel. Und ich bin auch hier sehr gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Ich mochte die Neonbirds-Reihe ja sehr gerne und ich glaube aber auch, dass mir der Dunkle Schwarm ganz gut gefallen wird. Dann habe ich noch ein weiteres Hörbuch auf meinem Sub, und zwar der zweite Teil von A History of Us von, oder der zweite Teil A History von Us, of Us von Jen DeLuca. Ich weiß nur, dass es da um irgendeinen Mittelaltermarkt oder irgendwie sowas geht. Ich glaube, Renaissance mag nicht Mittelalter, aber es geht auf jeden Fall um so einen Markt, wo sich auch alle verkleiden und so. Und es hört sich eigentlich sehr spannend an. Und deswegen, ja, habe ich da jetzt den zweiten Band auf dem Sub, auch wenn ich den ersten Teil nicht gelesen habe, aber das ist auch völlig egal. Ich lese es manchmal ja alles ein bisschen und durcheinander. Auch der erste Teil von der neuen Reihe der Paper Love-Reihe von Nicola Hotel, Ever, wann immer du mich berührst, habe ich als Hörbuch gehört. Hat mir gut gefallen, war eine sehr, sehr schöne Geschichte für zwischendurch, ist aber tatsächlich auch nicht meine liebste Romance-Geschichte.
Aber ich habe es sehr gerne gehört und als Hörbuch war es für mich persönlich auch sehr gut geeignet. Es tut mir übrigens leid, dass ich so ein bisschen durch dieses Video hier rausche, aber ich möchte es nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen, ja, ich hoffe, das ist in Ordnung so. Auf jeden Fall ist bei mir dann noch eingezogen, du und ich, ein letztes Mal von der Lily Oliver. Das hörte sich vom Klappentext her total schön an und ich glaube, das ist eine super, super schöne Liebesgeschichte und ich bin schon sehr gespannt darauf, was sie da für mich bereithalten wird. Mal gucken, wann ich dazu greifen werde. Dann habe ich mir gedacht, dann war ich irgendwann so im Rausch, dass ich Reihen beenden möchte und habe mir dann einfach mal über Tauschticket drei Bücher angefragt, weil es die eben auch nicht mehr bei der Onleihe gibt, sodass ich dann zwischen Onleihe und richtigen Buch irgendwie so hin und her switchen kann, damit ich endlich mal Reihen fortsetzen kann. Und zwar geht es um Reihen von Abby Kleins. Ich habe nämlich noch zwei lange Reihen angefangen und es wird so langsam mal Zeit, dass ich die fortsetzen werde. Zum einen ist bei mir eingezogen Simple Perfection von Abby Kleins. Ich glaube, das ist auch der Teil, den ich als nächstes lesen müsste. Nee, das ist ein anderer Teil. Und zwar Twisted Perfection ist der Teil, den ich als nächstes lesen müsste. Und dann Simple Perfection, aber Twisted Perfection ist bei mir auch eingezogen. Und dann habe ich irgendwie noch gesehen, dass es bei der Onleihe von Abby Kleins When You're Back auch nicht vorhanden ist oder zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden war, aber jetzt irgendwie doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Buch auch noch bei mir eingezogen über Tauschticket und war dementsprechend auch nicht besonders teuer von den Tickets her. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall mal Bücher, die ich auch relativ schnell lesen könnte und eine Reihe fortsetzen könnte, um sie dann irgendwann mal in 100 Jahren beenden zu können. Bei mir eingezogen und auch schon gelesen ist A Blind Pretend von Nena Tramontani. Mochte ich unfassbar gerne, aber mein liebster Teil ist immer noch der zweite Band. Ich kann aber absolut nachvollziehen, warum super, super viele den dritten Band am besten fanden. Aber ich mochte einfach Matilda bzw. Anthony einfach unfassbar gerne. Aber auch hier Bryony und wie hieß er? Sebastian fand ich auch total cool. Also habe ich aber auch schon gelesen. Und dann habe ich mir als E-Book ein Sammelband gekauft, und zwar Der Gott der Diebe, die Gott der Diebe Trilogie von B.E. Pfeiffer, B.E. Pfeiffer. Das ist eine Göttergeschichte. Und zwar geht es um Hermes und ich finde Hermes total interessant und ich habe den ersten Band ja schon gelesen und ich dachte mir, okay, ich kaufe mir jetzt den Sammelband, dann kann ich Band 2 und Band 3 auch endlich mal lesen. Zumindest war das so der Plan. Ich muss es nur noch umsetzen. Das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen. Mal gucken, wann ich dann dazu greifen werde. Und das letzte Buch, was im Juli bei mir eingezogen ist, ist von C.E. Bernard, Das Flüstern des Zwielichts. Das ist der zweite Band der Reihe. Auch das ist ein Buch, was ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Deswegen sollte ich damit auch so langsam mal beginnen. Das Buch hat knapp 370 Seiten. Also ist auch nicht so extrem lang, könnte man also ganz gut lesen. Und im November erscheint nämlich auch schon der dritte Band. Das heißt, ich müsste es eigentlich jetzt im Oktober noch lesen. Mal gucken, wann ich dazu kommen werde. Also ihr merkt schon, es gibt einige Bücher, die ich gerne noch lesen wollen würde. Aber es ist ja auch nicht mehr allzu viel Zeit. Bei dem August hatte ich dann immerhin schon zwei Neuzugänge weniger als im Juli. Aber auch da ist ein E-Book bei mir eingezogen, und zwar Der Duft des Mondes von Amélie Duval. Super, super neugierig hat mich der Klappentext gemacht. Und als erstes habe ich das Cover gesehen und fand es total interessant. Deswegen ist das Buch bei mir eingezogen. Ich hatte, glaube ich, auch das erste Kapitel schon gelesen. Dann habe ich aber, glaube ich, ein Buddy Read angefangen und deswegen habe ich das Buch nicht mehr weitergelesen. Ist aber auch ein Buch, was ich eigentlich jetzt demnächst lesen wollen würde. Also eigentlich bräuchten meine Tage 72 Stunden, damit ich die Bücher lesen könnte, die ich alle lesen möchte. Schwierig. Ebenfalls als E-Book bei mir eingezogen ist Chasing Dreams von Julia K. Stein. Ich habe von dem Buch bisher sehr gemischte Meinungen gehört, aber ich bin sehr neugierig geworden auf das Buch. Ich finde es ja immer sehr interessant, wenn es gemischte Meinungen gibt oder sehr gegensätzliche Meinungen gibt, wo ich mich dann einreihen werde. Deswegen durfte das Buch bei mir einziehen. Ebenfalls bei mir einziehen durfte bei, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, auf jeden Fall Wie die Stille vor dem Fall, Buch 1 von Brittany C. Cherry. Ja, das ist ja ein Buch, was ich jetzt im Oktober gerne lesen möchte. Ich möchte aber jetzt erst noch ein anderes Buch lesen, bevor ich das Buch bzw. Band 1 und Band 2 dann lesen werde. Ist dementsprechend noch nicht gelesen. Aber was schon gelesen ist, ist Belial, der Götterkrieg von Julia Dippel.
Das ist bei mir nochmal als Hardcover eingezogen. Ich habe es aber schon als E-Book gelesen, als es erschienen ist. Und es ist bei mir eingezogen, weil es diesen wunderschönen Buchschnitt hat. Ich möchte es aber in der Ausgabe auch unbedingt noch einmal lesen. Aber erst möchte ich gerne die Isara-Reihe rereaden. Aber eigentlich möchte ich auch erst Kasadim jetzt dieses Jahr noch lesen. Ich weiß nicht, wann ich das alles lesen möchte. Als E-Book bei mir eingezogen, nee, als Hörbuch bei mir eingezogen ist auch noch Forever and Ever von Kristen Callihan und Samantha Young. Ich müsste unbedingt mal mehr Hörbuch hören, damit ich auch dieses Buch von meinem oder dieses Hörbuch von meinem Sub befreien kann. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich komme momentan irgendwie nicht so viel zum Hörbuch hören, beziehungsweise vergesse es einfach und dann für die letzten 5 Minuten lohnt sich es für mich dann auch nicht mehr so richtig. Dann ist bei mir eingezogen Sleepless in Manhattan von Wahida und Penelope Ward. Das habe ich schon gelesen. Mochte ich super, super gerne. Ist nicht mein liebstes Buch der beiden Autorinnen, aber ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich fand es super, super süß. Noch ein neues Buch und zwar Vergissmeinnicht, den Untertitel habe ich vergessen, von Kerstin Gier habe ich auch noch nicht gelesen. Wäre aber definitiv ein Buch, was ich jetzt im Oktober rund um Halloween lesen könnte, weil es für mich irgendwie von der Stimmung her, vom Klappentext her, total dahin passen würde. Vielleicht werde ich das mal in Angriff nehmen und wirklich zu dem Zeitpunkt lesen. Erst gestern beendet habe ich Keeping Dreams von Anna Sawas. Hat mir gut gefallen, mochte ich lieber als den ersten Band. Ich war mir aber irgendwie auch schon von vornherein klar, weil ich Julian im ersten Band schon super, super gerne mochte. Aber hier war er noch mal um einiges oder hat man ihn noch mal um einiges besser kennengelernt. Und ja, ich mochte das Buch wirklich super, super gerne. Ebenfalls ein Buch, was ich schon gelesen habe im September, ist Where the Roots Grow Stronger von Katinka Engel. Super, super, super schönes Buch. Es hat mich sehr berührt von der Thematik her, was unsere Protagonistin Fiona eben betrifft. Und ich bin dementsprechend sehr gespannt, was Katinka Engel mit ihren beiden Schwestern Nessa und Effi noch anstellen wird. Und dann sind nur noch 3 E-Books bei mir eingezogen im August. Zum einen April in Storm, ich weiß den Untertitel nicht, von Karen Ashley, habe ich ja, noch nicht gelesen. Ehrlich gesagt weiß ich auch gerade nicht mehr ganz genau, worum es geht, aber ich bin sehr neugierig auf das Buch. Ich habe auch noch nicht so wirklich irgendwelche Meinungen über das Buch gehört. Deswegen keine Ahnung, wie es aktuell ankommt. Und ebenfalls bei mir eingezogen ist Bedrohliche Gefühle von Linda Howard und Linda Jones. Habe ich auch noch nicht gelesen, aber der Klappentext hörte sich einfach sehr interessant an. Deswegen durfte es bei mir einziehen. Und das letzte Buch im August war Stolen 3, Verwoben in Verrat oder so. Ich weiß nicht, wie der Untertitel ist, von Emily Bold. Auch das habe ich noch nicht gelesen, weil ich den zweiten Band erst noch lesen müsste. Ist aber auch so eine Reihe, die könnte ich dann in einem Rutsch weglesen. Habe ich mir ja eigentlich für die restlichen Wochen vorgenommen, mal gucken, wie gut das funktionieren wird, weil wenn ich mir jetzt schon mehr die Bücher angucke, die ich alle gerne lesen wollen würde, jetzt noch dieses Jahr, wird es alles ein kleines bisschen eng. Und im September konnte ich die Buchneuzugänge gegenüber zum August nochmal um 4 Bücher reduzieren, also insgesamt im Gegensatz zum Juli um 6 Bücher reduzieren, worüber ich sehr dankbar bin. Wir haben jetzt den 9. Oktober. Wir haben ja 9. Oktober, oder? Und ich habe noch kein einziges Buch. Oder noch kein einziges Buch ist bei mir eingezogen, worüber ich sehr glücklich bin. Ich hoffe, meine Neuzugänge im Oktober halten sich ein kleines bisschen im Rahmen und ich kann mich erstmal den Büchern widmen, die ich hier zu Hause habe, die ich unbedingt lesen möchte. Auf jeden Fall das erste Buch, was im September bei mir einziehen durfte, war Der dunkelste Flug von Stefanie Hasse. Das Cover ist wunderschön. Ich habe gesehen, bei der Bücherbüchse gab es auch eine Edition mit farbigem Buchschnitt. Aber der Klappentext hat mich auch einfach sehr angesprochen. Ich habe von Stefanie Hasse bisher eine Dilogie gelesen, die ich okay fand. Aber ich glaube, dass sie durchaus Besseres für mich persönlich schreiben kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie mir Der dunkelste Flug gefallen wird. Dann ist ein Buch bei mir von Andreas Dutter eingezogen. Ich kann euch tatsächlich nicht genau sagen, wie der Titel heißt. Ich habe mir nämlich nur Litwick College aufgeschrieben, aber ich blende das Cover ein, dann könnt ihr es nochmal sehen, wie das Buch richtig heißt. Ich habe von ihm noch nichts gelesen. Ich verfolge ihm aber super, super gerne auf Instagram und finde ihn da super, super cool. Und der Klappentext hörte sich einfach sehr interessant an, deswegen durfte das Buch bei mir einziehen. Ebenfalls bei mir einziehen durfte Game Changer von Neil Schusterman. Habe ich auch noch nicht gelesen. Mal gucken, wann ich dazu kommen werde.
Ein Buch, bei dem ich nicht sicher bin, wann ich es lesen soll, ist Nights, ein gefährliches Vermächtnis von Lena Kiefer. Denn einerseits habe ich super, super viel Bock, dieses Buch zu lesen, und andererseits weiß ich nicht, wann dieses Buch erscheint, das nächste oder der nächste Band erscheint, weil ich nämlich die Cliffhanger von Lena Kiefer kenne. Aus Ophelia's Gale, bei der Dawn-Reihe finde ich, ging es, aber bei Ophelia's Gale waren sie unfassbar fies und ich habe einfach so Angst, wie dieses Buch endet und ich dann noch so ewig lange auf den zweiten Teil warten muss. Deswegen, ich weiß nicht, wann ich es lesen werde. Ich wollte es eigentlich schon im September angefangen haben, aber ich muss es mir, glaube ich, noch ein kleines bisschen aufheben. Ein Buch, was ich als nächstes beginnen werde, ist Als die Stadt in Flammen stand von Kimberly Jones und Jilly Siegel. Sehr, sehr interessantes Buch. Hier geht es nämlich um zwei Mädchen, die sich vorher nicht gekannt haben und jetzt auf einmal irgendwie zusammenarbeiten müssen oder so. Ich bin super, super gespannt. Das Buch möchte ich heute definitiv anfangen und mal gucken, wie weit ich kommen werde. Ich würde es nämlich sehr gerne jetzt am Wochenende komplett durchlesen. Es hat knapp 270 Seiten. Das heißt, es wären 135 Seiten pro Tag. Wäre definitiv machbar und dann hätte ich dieses Buch durchgelesen und könnte euch dann dazu ein kleines bisschen mehr erzählen. Aber bisher habe ich es noch nicht gelesen. Bei dem nächsten Buch muss ich definitiv ein kleines bisschen mehr Zeit einplanen. Es geht nämlich um den plötzlich Fee-Sammelband von Judy Kagawa. 1600 Seiten. Ich glaube, ich muss mir das ein kleines bisschen einteilen, damit ich das Buch demnächst mal anfangen kann und das in diesem Jahr auch noch beenden werde. Denn ich habe schon mega Bock darauf, dieses Buch zu lesen. Und ich finde es super faszinierend, dass in diesen 1600 Seiten vier Bände drin stecken. Ich finde es mega, mega cool. Und ich bin ja eigentlich ein Fan, also ich glaube nämlich zumindest, ich bin ein Fan von Sammelbänden, weil ich dann einfach die Bücher schon in einem habe und dann auch vielleicht zeitnaher das Buch beenden werde, weil das für mich als ein Buch zählt und nicht als vier tatsächlich. Aber ich habe es bisher noch nicht gelesen. Es wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen dauern. Es wird mein Herbstprojekt 2021, würde ich mal behaupten. Zwei Bücher habe ich jetzt noch im September. Zum einen ist bei mir der zweite Teil zu Wie die Stille vor dem Fall von Brittany C. Cherry eingezogen. Und deswegen möchte ich es jetzt auch im Oktober gerne lesen, damit ich auch mal bei den Büchern bei Brittany C. Cherry ein kleines bisschen hinterherkomme. Ich glaube aber, dass ich das ja im Oktober definitiv lesen werde. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Geschichte. Und dann ist noch der zweite Band der Turmalin-Reihe, ich glaube, es ist eine Trilogie, eingezogen von C.F. Schreder. Ich habe den ersten Band noch nicht gelesen, deswegen den müsste ich erst lesen, bevor ich den zweiten Band lesen kann. Ja, ich müsste dann noch mal gucken, ob es eine Dilogie, eine Trilogie oder wie auch immer viele Reihen dazu erscheinen werden, damit ich gucken kann, wann ich das Buch anfangen kann. Und in einem Rutsch oder annähernd in einem Rutsch weglesen kann, denn das ist so ein bisschen mein Ziel für die nächsten Monate, damit ich, dass ich rein einfach mal fortsetze, beziehungsweise auch einfach beende, weil ich habe super, super viele angefangene Reihen hier, die ich auch einfach beenden könnte und es einfach irgendwie nie mache. Ja, jetzt habe ich genug gesammelt. Ich bin am Ende vom Video angekommen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher bei euch im September eingezogen sind. Und falls ihr Einzelbücher, die ich jetzt in diesem Video vorgestellt habe, schon gelesen habt, schreibt mir auch sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig darauf. Und damit es nicht noch länger wird, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!